Ja, hallo, wir sind live, stelle ich fest. Und sehr schön, falls jemand zusieht. Falls nicht, dann freuen wir uns, wenn ihr demnächst reinschaltet. Ich bin Kirsten Buchholzer und Hallo, hier ist der Ruhe. Ich freue mich auch wieder, dass wir heute mit den Mantikern live sind und das alles bis jetzt wunderbar funktioniert hat. Und wir heute mit einem neuen Titel bei Ihnen sind, bei euch sind. Kirsten, worüber reden wir denn heute? ja, wir wollten uns heute darüber Gedanken machen, ob es ein Schicksal gibt oder nicht. Und falls ja, ob man das in irgendeiner Form in den Karten erkennen kann. Und das wäre jetzt auch schon gleich mal unsere erste Eingangsfrage oder beziehungsweise meine Frage an dich, lieber Rui. Glaubst du, dass es ein Schicksal in den Karten gibt? Also ich bin mit deiner Frage ganz ehrlich ein bisschen überfordert, ob es ein Schicksal in den Karten Ich habe gibt. das etwas falsch formuliert, entschuldige bitte. Ja, Ich fange jetzt nochmal, kannst du die Frage anders stellen? an. Genau, also ich fange einfach nochmal von vorne an. Okay. Es ist so, dass sehr viele Menschen zu einem Kartenlegen kommen. Die Erfahrung hast du sicher auch gemacht. Die immer etwas von Schicksal reden, die sagen, dass ja, warum passiert mir das immer? Und das ist halt mein Schicksal oder mein Karma. Und dann gehen sie halt gerne zum Kartenlegen oder auch zum Astrologen, um etwas darüber herauszufinden, was ihr Schicksal ist. Und meine Frage an dich ist, ja, bist du denn der Ansicht, dass es so ein Schicksal gibt? Also ich bin sicher, dass es ein Schicksal gibt oder dass wir in etwas leben oder was uns umgibt, oder das ist besser formuliert, was wir Schicksal nennen. Und dieses, nennen wir es Schicksal, dieses Ding leitet uns, lenkt uns. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass wir in unserer Möglichkeit, in unserer Umgebung, in unserem sozialen Leben, dass wir dieses Schicksal nicht manipulieren, aber beeinflussen können. Ich möchte ein Beispiel geben aus meiner Familie. Ich hatte einen Schwager, der leider verstorben ist. Und er hat einen Arbeitsunfall, einen schweren. Nach diesem Arbeitsunfall war für ihn nichts mehr, wie es vorher war. Er hat aber nicht an seinem Schicksal gehadert und was für ihn auch möglich gewesen wäre, sein Leben beendet, sondern er hat gesagt, nee, jetzt erst recht. Und ist dran gegangen, sich dieser neuen Lebenssituation zu stellen und hat danach noch 40 Jahre mit seiner Umgebung gelebt. Und zwar sehr gut gelebt. Hat sich auch sehr seines Lebens erfreut. Also ich denke mir, dieses Schicksal haben wir. Und wir haben eben diesen großen Reichtum, diese große Möglichkeit, unser Schicksal mit zu beeinflussen. Das ist meine Überlegung, das ist meine Denke. Wie siehst denn du das? Also Schicksal wäre dann definiert als etwas, was uns passieren muss. Ich denke jetzt gerade darüber nach. Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist das jetzt Schicksal oder ist das einfach Zufall gewesen? Und danach hat er sich entwickelt. Ein Schicksal setzt für mich voraus, dass es irgendwie geschrieben steht, dass das passieren muss. Und was ist das dann in Abgrenzung zu Zufall? Das fällt mir gerade jetzt ein, während wir sprechen. Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir uns da jetzt in Ebenen begeben, wo man vielleicht unsere Sendezeit verlängern müsste. Ja, da hast du recht, ja. Es ist aber wichtig, darüber nachzudenken. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube auch, dass es ein Schicksal gibt. Das heißt, dass es auf jeden Fall in bestimmte Dinge gibt, bestimmte Begegnungen gibt, die in irgendeiner Form unausweichlich sind und die uns dann in etwas lenken, auf etwas lenken. Und wir können dann entweder das so hinnehmen,
Das ist eine Haltung, die ich oft beobachte bei Menschen, die zum Kartenlegen kommen. Oder aber wir können sagen, nein, ich will das jetzt trotzdem lösen, so wie du das gerade beschrieben hast. Und ich werde halt im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Leben weiterhin selbst gestalten. Worauf ich, glaube ich, jetzt eben hinaus wollte, ist nochmal darüber nachzudenken, was ist Schicksal überhaupt? Und wenn wir vom Kartenlegen reden, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir eine Art Fahrplan oder eine Art Karte vorgezeichnet haben. Das können wir auch so sehen, die Veranlagung, die wir durch das Horoskop haben. Und dass bestimmte Dinge kommen, die uns passieren und die sich schon schicksalshaft auch anfühlen und wo wir dann überlegen müssen, was machen wir jetzt daraus? Also ein gutes Beispiel ist natürlich jetzt auch gerade Corona, ne? Und was machen wir jetzt damit? Das ist schon eine Form von Schicksal, finde ich, wenn auf einmal so etwas wie aus dem Nichts hereinbricht über alle. Ja, aber trotzdem kann ich dann immer noch sagen, okay, ich mache es lämlingsgleich und mache das, was alle tun. Oder ich sage, nee, Ich nehme uns als Beispiel und den momentanen Zustand. Wir hätten auch hergehen können und sagen, nee, wir setzen uns jetzt mal hin und machen einen Antrag auf Soforthilfe und wenn wir das Geld bekommen, dann ist ja alles gut. Das haben wir nicht getan, sondern du bist aufgestanden und gesagt, nee, also nach dem ersten Verdauen dieser Maßnahmen, dass es hieß so, zack, es gibt der Fakt ist, dass wir uns nicht mehr so frei bewegen können, dass wir keinen Verdienst mehr haben. Und dann haben wir auch begonnen, unter anderem diese Form der Kommunikation zu wählen. Von daher gesehen finde ich auch, das ist eine Form, dass wir nicht das Schicksal angenommen haben und gesagt, okay, wir setzen uns jetzt auf die Couch und gehen jeden Tag Kilometer jagen. Ja, sehe ich auch so. Also während ich jetzt spreche, und wir haben uns ja schon auch auf das hier vorbereitet, was wir hier machen, stelle ich fest, dass es wirklich ziemlich schwierig ist, darüber letztendlich zu sprechen. Dennoch müssen wir uns gerade als Kartenleger damit auseinandersetzen, weil, wie gesagt, A, viele Menschen, die zum Kartenlegen kommen, an Schicksal glauben und B, weil das auch ein essentieller Teil ist, wenn man sich mit Tarot beschäftigt, wenn man Bücher liest, da wird das Schicksal immer Thema sein. Ja. Und deswegen, wie immer wir das auch definieren, finde ich es ganz gut, vielleicht kommen wir ja auch noch ein bisschen klarer dann rüber, wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, welche Karten drücken denn Schicksal aus? Da haben wir beide uns Karten ausgesucht, die wir meinen, die gut dazu passen. Und vielleicht magst du einfach mal eine Karte vorstellen, die du dir ausgesucht hast. Ja, Dankeschön. Ich habe heute ein bisschen im Archiv der Mantika gestöbert. Und ich hatte schon eine Karte, von der ich mir gedacht habe, ja, hurra, die passt für mich da so stimmungsmäßig als Starter dazu. Und bin dann auf eine bessere gestoßen. Und zwar auf die Karte aus dem Visconti Sforza Tarot, aber die goldenen. Und da habe ich den Eremiten für mich wunderschön wahrgenommen. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. So. Ja, super kann man das sehen. Ja. Und man sieht so, wie golden sein Hintergrund ist. Man sieht seine Kleidung, die auch nicht von schlechten Eltern ist. Die ist sehr reich verziert, auch mit goldenen Knöpfen. Und er hat eine Sanduhr. Ne? Also er weiß, seine Zeit ist noch nicht abgelaufen und er kann sein Schicksal noch bestimmen, indem er geht oder eben gerade innehält. Ja. Also anschließend daran kann ich natürlich sagen, was für mich immer die ultimative Schicksalskarte ist. Ne? Das ist das Rad des Schicksals, logischerweise. Ich habe hier jetzt mal eine Karte genommen aus dem Jungian-Tarot von Robert Wang, der auch mit dem Golden Dawn verbunden war. Und warum habe ich die genommen? Ich finde hier sehr schön nochmal dargestellt, wie dieser Mensch im Rad des Schicksals sozusagen festgepinnt ist und die Göttin Fortuna dieses Rad bewegt. Das ist ja so die ganz alte, oder sagen wir, die mittelalterliche Vorstellung von Glück. Glück und Schicksal wurden damals gleichgesetzt als Begriff, dass wir halt
ausgeliefert sind einem Schicksal und diese Göttin Fortuna sich überlegt, wie sie uns durch die Gegend trudeln lässt. Von daher ist das für mich so auch eine Karte, die das Gefühl vermittelt, was viele Menschen haben, wenn sie sagen, warum passiert mir das immer? Ich kann ja eh nichts tun. Ich bin dem Schicksal ausgeliefert. Ne? Gleichzeitig, wenn ich noch weiter fortfahren darf, ich hätte noch mal eine andere Darstellung des Rad des Schicksals hier, nämlich die von Crawley und Freda Harris. Gleichzeitig der Eremit, den du ja gerade genannt hast, der ist sich bewusst, weil er seine Erkenntnisse gemacht hat im Leben, dass er eben trotzdem auch am Rad des Schicksals drehen kann und eben nicht in der Mitte des Rades festsitzen muss, sondern sich festgepinnt sein muss, sondern das Rad selbst auch mitdrehen kann. Da bin ich mit dir einer Meinung. Ja. Andere Karten, die du dir überlegt hattest? Ja, ich habe dann auf meiner Suche heute noch ein anderes Deck entdeckt, das schon länger bei uns zu Hause ist. Und zwar sind das die Karten von Vito Arienti. Und zwar hat er Ende der 1980er Jahre bereits wunderschöne Karten gemalt. Ich zeige mal das Cover von dem. Ja. Auf der Rückseite sehen die so aus. Ah, toll. Ja. Auch so ein bisschen wie das Rad des Schicksals. Ja, aber das ist die Hinterseite. Und eine Karte, die für mich da auch stimmig ist und reinpasst, ist Le Stelle, der Stern. Okay, der Stern als Schicksal, warum? Ja, weil er uns die Chance gibt, nicht mit dem, was wir gerade vorgesetzt haben, das hinzunehmen, sondern sich mal zu überlegen, will ich das? Brauche ich das, um zu reifen? Oder stehe ich auf und gehe meinen Weg weiter? Und ich finde diese Karte wunderschön. Und ich war heute sehr erstaunt, wie ich die Bilder durchgesehen habe, die einzelnen Karten, warum ich nicht schon längst mit diesen Karten arbeite. Gefällt mir wunderbar. Ja, sieht wirklich sehr schön aus. Und ja, den Stern kann man natürlich auch nochmal in Bezug auf das Rad des Schicksals sehen, wo wir ja auch Sterne abgebildet haben, hier gerade auf der Crawley-Karte. Also der Stern sozusagen als Kompass, als Leitstern für das, was ich im Leben erreichen will, auch durch Widerstände und egal, was für Klopper mir zwischen die Beine gestoßen werden. Also eine Fokuskarte sozusagen. Ja. Erlaub mir mal, das anzusehen, was ich hier bekommen habe. Will ich das? Akzeptiere ich das? Gehe ich mit dem konform und sage, okay, das ist jetzt so? Oder sage ich, nee, das geht so nicht. Und mit unserem Logo oder Leitsystem, dass wir da uns nicht dem unterwerfen und nicht das einfach so schlucken. Ja, eine andere Karte, die ich immer nehme für, wo ich denke, Schicksal, aber jetzt, nachdem ich gerade noch über Zufall nachgedacht habe und was ist Zufall, was ist Schicksal, werde ich jetzt fast meine Meinung ändern. Ich hatte mir hier noch den Turm rausgesucht. Hier der Turm von Carrie Paris aus dem Relative Tarot. Sehr schöne Darstellung, wie ich finde. Vielleicht ist der Turm dann eher die Zufallskarte. Also Sachen, die sich plötzlich ereignen, die auch, wenn ich jetzt irgendwie 5 Meter weiter über die Straße, weiter hinten über die Straße gegangen wäre, dann hätte mich das Auto nicht mehr erwischt. So habe ich einen Unfall, durch den ich etwas Schweres hatte. Wäre dein Schwager nicht zu der und der Zeit in der Grube gewesen, sondern 5 Minuten früher rausgekommen, wäre ihm das auch nicht passiert. Ne? Also das hätte er nicht für seinen Kumpel die Schicht getauscht. Ganz genau. Also blöde Zufälle, die einem passieren kann, das wäre der Turm, die dennoch aber genau wie das Rad des Schicksals auf Konsequenzen hier verweisen, mit denen ich dann auch klarkommen muss, genauso wie beim Rad des Schicksals. Ja. Hier nochmal die Karte von Vito Arriento. Ja, dass wir sehen, wie der diese Karte umgesetzt hat. Da ist ein Mann im Vordergrund zu sehen.
Es ist eine Person im Vordergrund zu sehen, ja, die auf diesen Sturm guckt. Es ist ein bisschen verschattet. Vielleicht hebt er sogar einen Becher und sagt, gut, dass die Mauer durch ist. Ja, spannend. Und aber auch wieder, hier ist ein Turm, wo mal ein Mann im Vordergrund steht. Eine Person, ja. Und auf seine Trümmer sozusagen schaut. Ne? Und da haben wir gleich diese, ich nenne es immer gern die Trümmerfrauen-Mentalität. Das ist halt egal was, ich gehe weiter, ich baue was Neues auf. Passt sehr gut zu der Karte. Gefällt mir gut. Das sind ganz tolle Motive, die gemacht wurden. Hast du noch eine andere Karte fürs Schicksal ausgesucht? Weil ich natürlich weiß, dass für dich das Rad des Schicksals so toll ist, möchte ich euch auch das Rad des Schicksals aus diesem Deck nicht vorenthalten. Ja, mit zwei Pfauen im Vordergrund und dann die Person, die da in dem Rad drinnen hängt und wie bei einem Rönrad dreht. Wie so ein Hamsterrad fast, ja, ne? Fast, ja. Ja, spannend. Ja, das sind ganz neue Darstellungen, finde ich sehr interessant. Eine Karte, die ich definitiv auch noch mit Schicksal in Verbindung bringen würde, ist, wo habe ich ihn? Ich habe nämlich nochmal das Yang Yin Tarot, der Tod. Ja, der Tod. Denn der Tod ist definitiv unser aller Schicksal, da gibt es kein Drumrum. Und dennoch müssen wir versuchen, unser Leben zu leben und das bestmöglich. Und allein der Gedanke, dass wir alle sterben werden, könnte uns ja dazu verleiten, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Und auf der anderen Seite scheint der Tod ja gerade ein wahnsinniger Motivator zu sein, eben möglichst viel aus dem Leben herauszuholen. Was wiederum mich dazu bringt, zu dem Gedanken, dass wir ein Schicksal in irgendeiner Form brauchen, damit wir ein gutes Leben haben. Ist noch so schön, wie das unten auf dieser Karte dann in den Grauschattierungen geht. Und hier, so sieht die Karte bei Vito Sorrento aus. Sehr schwarz, ein bisschen wie die Neun der Schwerter. Ne? Ist toll. Ja, ich habe noch einen, weil wir hier gerade so... Nein, habe ich gar nicht. Ich habe den Tod nicht von einer anderen Karte rausgesucht. Ja, was noch eine Karte ist, die mit Schicksal in Verbindung gebracht werden kann, die ich dann vielleicht auch immer mit dem Rad des Schicksals in einer Kartenlegung sehen würde. Wenn das Rad des Schicksals in einer Kartenlegung ist, denke ich schon über Schicksal nach. Und wenn dann noch die Gerechtigkeit dabei liegt, oder hier von Crawley die Ausgleichung, das ist für mich eigentlich eine Kartenkombination, die darauf hinweist, da ist was passiert, was irgendwie sein sollte. Eine schicksalshafte Begebenheit, die ja auch nicht immer negativ sein muss. Also wir haben jetzt hier zwei oder drei Beispiele gegeben, die nicht so schön sind, aber es kann ja auch durchaus extrem positive, schicksalshafte Begegnungen geben. Ne? Ich würde zum Beispiel sagen, wie ich meinen Mann, mit dem ich heute chatten darf, kennengelernt habe, war eine äußerst positive, schicksalshafte Begegnung, die dann zwar für extrem viel Chaos in unser beider Leben gesorgt hat, aber letztendlich, nachdem wir dann auch unsere Entscheidungen getroffen haben, was auch immer wichtig ist bei Schicksal, Entscheidungen treffen, ist alles super geworden. Ich habe die Karte gerade gefunden und die sieht so aus. Das ist die Gerechtigkeit. Genau. Die ist eingewickelt in etwas oder das ist ihr Kleid? Oder? Das sieht so aus, wie wenn das ihr Kleid wäre und sie sieht nach unten, aber sie hält eine Waage in der Hand. So. Ist wirklich schön. Ja, jetzt sieht man es sehr gut. So, ja, sieht sehr, sehr schön aus. Wirklich ein tolles Deck. Ganz tolle Karten. Ja, ich habe, also eigentlich, ich bin vorhin mal durch die ganzen großen Arkana gegangen und habe gedacht, naja, also eigentlich kann man ganz viele Karten nehmen, die mit Schicksal zu tun haben. Ob das nun die Hohe Priesterin ist, die als innere Stimme zu uns spricht, oder der Hohe Priester, der uns ein Zeichen sendet. Aber ich glaube, dass die Karten, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, eigentlich die wichtigsten sind, wo ganz klarer Hinweis darauf ist, jetzt passiert hier was, wo mir auch die Hände gebunden sein können und wo ich dann mich einer Situation komplett neu anpassen muss, während ich zum Beispiel dem Ruf des Hohepriesters, da kann ich auch sagen, nö, höre ich nicht drauf.
Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied bei diesen Karten. Was gibst du denn deine Klientinnen und Klienten mit, wenn sie diese Frage stellen? Wenn sie die Frage... sagst du nochmal, welche Frage? Eben auf die Frage, na, es ist mein Schicksal und was soll ich denn jetzt tun? Ja, also ich... Große Konfusion. Ich sage immer, dass es meine feste Ansicht ist, dass das Schicksal nicht geschrieben ist, dass wir alle einen Spielraum haben, unser Schicksal zu gestalten. Das ist natürlich für mich, die ich jetzt hier in Europa lebe, wesentlich leichter als für eine junge Frau, die von dem IS entführt und vergewaltigt wurde und dann da als Sklavin dienen muss. Deswegen ist es hier eine wesentlich leichtere Diskussion, als wenn wie wir sie in einem dieser Länder haben würden, wo es mit Frauenrecht und sonst etwas schwieriger ist oder andere Themen. Also das ist eine große Diskussion. Aber prinzipiell Menschen, die zu mir kommen, haben meistens wirklich eine Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten. Sie befinden sich aber meistens in der Position des Gehängten, das ist meine Erfahrung, und glauben, sie haben keine Möglichkeiten, sich das Leben zu gestalten. Und dann ist es meine Aufgabe und ich glaube auch die Aufgabe aller Kartenleger, ihnen daraus zu helfen und zu sagen, das sind deine Optionen. Definitiv. Ob sie sie ergreifen oder nicht, ist aber ihre, ihre Verantwortung. Klar. Aber das haben ja alle Klientinnen und Klienten am Ende einer Beratung. Ja. Das, was sie gehört haben, umsetzen für sich in kleinen oder großen Schritten, das entscheiden sie. Und das Tolle beim Kartenlegen ist natürlich, dass wir ein Handwerkszeug bekommen, wie wir denn unser Schicksal meistern können, wie wir in Situationen, wo wir uns ausgeliefert fühlen, wie jetzt zum Beispiel bei Corona oder weil uns was persönlich Schlimmes widerfahren ist oder auch was Positives, je nachdem. Da haben wir Karten, die darauf hinweisen, das kannst du jetzt tun. Und da wollten wir jetzt ja auch noch ein paar Karten vorstellen. Ermächtigungskarten könnte man sie nennen oder die Freiheitskarten. Und obwohl ich den Künstler sehr geschätzt habe und seine Werke immer noch schätze, ich mir aber sehr schwer tue mit seiner Bildersprache, fand ich die Karte des Hermann Heindl, die 14, er nennt sie Alchemie, sehr schön, denn es zeigt hier eben dieses wässrige, getraue ich mich nicht, oder das rote, ich hau voll rein, sehr schön für unsere Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Gehe ich den Weg, den mir der Kartenleger empfohlen hat, dann mache ich mal hier den Weg oder nee, ich bleibe lieber hier auf der wässrigen Seite und getraue mich nicht, durch meinen dunklen Mond zu gehen. Ja, das finde ich ganz schön, dass du eine Heindl-Karte nimmst, weil der Gerold hat hier kommentiert, dass er gerade das Rad von Heindl besonders toll findet. Er schreibt, eine tolle Diskussion, die wir hier haben. Ich sehe das Tarot eher als Lebenshilfe, denn als Schicksal. Ne? Und das kann man jetzt gerade nicht so gut erkennen. So kann man es besser sehen. Sieht man es so besser? Ja, also was ich jetzt sehe, ist, dass es sehr transparent ist, sehr filigran und eigentlich nur... ja, sich so ein bisschen vor den Himmel schiebt und man könnte es eigentlich ziemlich leicht wegschieben, wenn man es möchte. Ja, nur das Rad ist halt hartnäckig. Na, es bleibt, ob du es wegschieben willst oder nicht, das bleibt, denn du siehst auch hier noch schattiert den, vielleicht den Eremit, der da im Hintergrund sagt, nee, also mit wegschieben ist es nicht, du musst dich der Sache schon stellen. Ja, und ich würde gerne nochmal, Monika hat hier auch geschrieben, mir fällt gerade ein, Schicksal ist das, was wir brauchen, um uns zu verändern. Das geht eigentlich in die Richtung dessen, was ich gerade über den Tod gesagt habe. Ne? Wenn wir wüssten, wir würden ewig leben, würden wir uns vielleicht gar nicht so sehr bemühen, irgendwas im Leben zu erreichen. Dadurch, dass wir wissen, dass wir hier eine begrenzte Zeit haben, strengen wir uns besser an. Ich habe auch mir Gedanken natürlich gemacht, welche Karten ich denke, die mit Freiheit und Selbstermächtigung zu tun haben. Und die Karte, die ich als allererstes nehmen würde, ist meine Wesenskarte.
Ich habe hier wieder aus dem Jungian-Tarot den Wagen genommen. Ich finde den wirklich hier sehr schön dargestellt, auch gerade wie er so diese Nuit, die ägyptische Göttin, so über sich ausgefächert hat. Der Wagen als die Karte, die sagt, egal was ist, egal wo ich herkomme, ich breche auf, um mein Leben zu meistern. Und wenn ich dann einen Stern, wir haben ja auch wieder über seinen Kopf dieses Sternenhält, das Sternenzelt, wenn ich einen Stern habe, wo ich hin will in meinem Leben, dann läuft das sowieso richtig gut. Ja, und für mich ist eine Karte noch auch sehr wichtig, auch wenn ich sie immer wieder ein bisschen hinterfrage oder mit ihr kämpfe. Und das ist das Gericht. Ja, das Gericht ist für dich eine Ermächtigungskarte? Ja, das ermächtigt mich, rauszusteigen. Ne? Hier bläst im oberen Teil der Karte ein Engel, wenn man so will, ins Horn. Und unten in meiner Grabkammer erlaube ich mir, und man sieht ja schon, die Augen beginnen sich zu öffnen und dann getraue ich mich, rauszukommen. Auszusteigen aus meinem Sarkophag, rauszukommen aus meiner, ja, vielleicht selbstgewählten Isolation und weiterzugehen, um auch zu leben, neu zu leben. Ja, ich hatte das Gericht auch mir rausgesucht, hier nochmal aus dem Relative Tarot von Carrie Paris. Ich hatte sie fast eher so als eine Schicksalskarte genommen, aber eigentlich, vielleicht geht es in der Karte auch darum zu erkennen, inwieweit wir uns immer gesagt haben, das ist schicksalshaft und jetzt in die Eigenverantwortung kommen, indem wir aus unserem Sarg aussteigen, indem wir sagen, jetzt schaue ich mal an, was da oben am Himmel ist, anstatt immer wie auf vielen anderen Karten, liebenden Teufel, wegzuschauen. Ja. Das Instrument, das die Dame in der Hand hält, dieser Engel in der Hand hält, nämlich eine Posaune mit zwei Schaltrichtern. Ja, das sieht irre aus, ne? Also ich finde dieses Deck wirklich fantastisch von der Carrie, da hat sie wieder was ganz Tolles gemacht und ich finde es einfach so schön, wie sie dann so die Wade-Bilder mit reingemalt hat, ja. Aber immer so diese Fotografien da mit einbezogen hat. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Deck. Ich liebe es sehr. Eine Karte, die ich noch wichtig finde zum Thema Ermächtigung, ist auf jeden Fall die Kraft. Die Kraft geht so ein bisschen in die Richtung, wie du die Alchemie gezeigt hast, die Vereinigung von Intellekt und Trieb, die ich definitiv brauche, um mein Schicksal zu meistern. Ich brauche den Trieb, um mutig mich in Situationen zu begeben, um für etwas zu kämpfen. Ich brauche meinen Intellekt, um ja, mir Strategien zu machen, um Konzepte zu entwickeln. Und wenn ich beide im Einklang habe, dann läuft das richtig gut. Ja, hast du noch eine andere Karte? Ich habe jetzt ziemlich meine Karten verschossen für heute. Ja, das... vielleicht noch für alle, damit sie wissen, ne? Wenn ich ja sage, nee, ich erlaube meinem Schicksal nicht, sich mich zu ermächtigen, einfach in Schockstarre zu verfallen, dann brauche ich auch einen, der mir neue Regeln gibt. Und das kann nun mal der Herrscher sein. Und wenn wir uns erlauben, neue Regeln für uns aufzustellen, dann können wir auch unser Schicksal neu begegnen und sie uns mit ihm anzufreunden. Mit ihm einen neuen Deal auszuhandeln, zu sagen, also okay, du gefällst mir zwar im Moment nicht so toll, aber jetzt machen wir es mal die nächste Zeit miteinander. Ja, und damit sind wir wieder, wie ich jetzt schon so oft in den letzten Diskussionen, in den letzten Wochen drauf gekommen bin, bei dem Jahr 2020. Das ja nicht nur das Gericht beinhaltet zweimal, ne? Also das Erwachen zu dem, was Verantwortung ist, sondern auch 2+2 die 4 beinhaltet. Also wir haben ein Herrscherjahr dieses Jahr. Und das geht darum, jeder für sich Verantwortung zu übernehmen, das eigene Leben zu kontrollieren und dann aber auch übergeordnet aus dieser Kontrolle heraus neue Gesetze und ja, ein neues Miteinander zu schaffen. Aber du hast natürlich auch zweimal den Narren, ne?
Auf jeden Fall. Und auch der ist natürlich eine Ermächtigungskarte, der einfach sagt, ich gehe drauf los und es ist mir ganz wurscht, was mir passiert. Genau. Ich werde mein Leben in irgendeiner Form leben, wie auch immer. Ja. Und somit sind wir wieder dort, wo wir eigentlich begonnen haben, dass wir unser Schicksal gerecht behandeln, dass wir unser Glück anständig behandeln, weil dann bleibt es auch bei uns. Ja. Also in der Zusammenfassung würde ich sagen, es gibt Dinge, Situationen, seien sie zufällig, seien sie schicksalshaft, denen wir nicht ausweichen können im Leben. Wie wir damit umgehen, das zeigt dann, inwieweit wir fähig sind, unser Leben eigenverantwortlich zu leben. Und je stärker wir dafür kämpfen, in schwierigen Situationen auch unser Leben positiv zu gestalten, in unserem Sinne zu gestalten, unserem Stern zu folgen, umso besser wird es uns gehen. Und wenn wir das nicht können, dann sollten wir mal mit Kartenlegern sprechen. Würdest du das auch so sehen? Ja, und bei Günther Jauch würde es unten eingeblendet kommen, die Telefonnummer, an die man sich wenden kann. Nein, es ist ja keine Werbeveranstaltung. Ja, wir sind, glaube ich, soweit am Ende. Ich fand das jetzt eine sehr interessante Diskussion, vor allem, weil nach dem, was wir darüber besprochen hatten, dann doch nochmal ganz andere Situationen, ganz andere Gedanken jetzt hochkamen. Finde ich sehr interessant. Danke, Gerold. Ja, ich fand das auch eine sehr interessante, wunderbare Diskussion. Vielen Dank für dein Feedback. Und ich habe ja gedacht, dass wir jetzt am Donnerstag, wenn du Lust dazu hast, darüber reden, wie weit man mit den Karten tatsächlich in die Zukunft sehen kann, ob das überhaupt gibt. Ja, da würde ich mir zuerst ganz gerne die Karten legen lassen dazu. Spaß beiseite, natürlich gerne. Natürlich sehr, sehr gerne. Wird fast genauso kompliziert und schwierig wie der Begriff Schicksalsklärung, aber es geht jetzt ja hier in diesen Chats auch darum, dass wir einfach mal uns Gedanken machen und dass ihr euch dann auch eure Gedanken machen könnt und euch einbringen könnt. Und vielen Dank, dass ihr wieder kommentiert habt, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über weitere Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr uns Themen vorschlagt, über die wir chatten sollen, wollen. Und vielleicht sehen wir uns alle am Donnerstag wieder. Ja, und ich möchte mich wieder bei dir bedanken, Kirsten, dass du das technisch so toll hinbekommen hast, dass wir wieder auf Sendung gehen konnten, dass wir wieder unsere Aussendung machen konnten für euch, ihr nicht ganz freiwillig zu Hause seid. Und in dem Sinn wünsche ich euch weiterhin viel Geduld und tolle Gesundheit. Und danke, dass ihr heute dabei wart. Ja, vielen Dank. Und bis Donnerstag vielleicht. Macht's Ja, gut. tschüss.